Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier aus Los Angeles und tatsächlich auch leider zum letzten Video, denn heute ist der letzte volle Tag. Wie kann ein Tag in Los Angeles besser beginnen als mit einer frischen Acai Bowl? In dem Laden waren wir jetzt auch tatsächlich nicht wirklich so oft. Ich glaube, wir haben wirklich jeden Tag hier gegessen. Wirklich eine geisteskranke Acai Bowl. Wir steppen jetzt rein, legen los in den Tag. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, lasst ein kostenloses Abo da. Wir legen los, viel Spaß, let's go! Oh yes! Das brauche ich jetzt. So geil hier, wirklich Real Talk. Hier wieder mit Medium, kostet 11 Dollar, auch ein sehr, sehr angemessener Preis. Das hier ist das Meisterwerk, ihr könnt es sehen. Unfassbar viele Toppings, sehr, sehr geiles Ding. Und das ziehe ich mir jetzt rein. Guckt euch mal diesen Workflow hier an. Während ich am Frühstücken bin, wird noch das nächste Video ready gemacht. Nur damit ihr so schnell wie es geht diesen Content bekommt. Wir haben aufgegessen, wir sind gestärkt, ich habe mein Video ready gemacht. Und jetzt geht's los! Wir werden jetzt erstmal zur Melrose Avenue fahren, denn da waren wir tatsächlich auch in Los Angeles jetzt noch gar nicht. Nee, Spaß, aber wir checken nochmal ganz kurz ein, zwei Läden, aber ich muss auch unter anderem Yoshi was mitbringen. Ich hatte ja im ersten Shopping-Blog diesen Retrieval hier anprobiert, der war mir zu klein. Yoshi fand den übergeil. Ende der Geschichte, ich bringe ihn wahrscheinlich mit. Ich muss gleich mal gucken, ob der noch da ist, dann kaufe ich den. So schnell geht's. 7 Minuten später sind wir in der Melrose und jetzt checken wir mal hier die Lage ab. Hier ist der Laden, New Friend Vintage. Hier gab es den Real Hoodie und mal gucken, ob es den immer noch gibt. Das ist der Moment der Wahrheit. Gibt es den Hoodie noch oder nicht? Aber ich glaube, ja doch, das, ja doch, ich glaube, der hier war das. Wenn man die Cordon rausnimmt, oder? Nee, ich glaube, der war das nicht. Ah, der hier war das. Der war das, ohne die Cordon, genau. Das war der Hoodie. Ich glaube, der wird Yoshi auch perfekt passen. Also den Hoodie habe ich jetzt schon mal. Wir checken trotzdem noch mal ab, ob es vielleicht neue Sachen gibt. Weil ich meine, es sind auch wieder 3-4 Tage her, wo wir das letzte Mal hier waren. Und hier wird natürlich auch jeden Tag viel gekauft. Und dementsprechend kommen auch jeden Tag wieder viele neue Sachen rein. Zahlt das Ganze hier noch Gewicht. Also umso schwerer das Produkt, umso teurer auch der Preis. Ich sehe gerade, das waren 20 Dollar pro Pfund. Ich weiß jetzt gerade nicht, was der hier wiegt. Aber ich denke mal, der wird irgendwie so 30, 25, 35 Euro kosten. Ich habe gerade den Knitsweater hier gefunden. Und ich sag euch, Fit sieht nice aus. Optik sieht nice aus. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht probiere ich den sogar mal an. Hier direkt der nächste. Ich glaube, der kann auch was. Die sehen eigentlich vom Fit ganz nice aus. Ich bin generell großer Fan von dieser Strickoptik hier. Ich mag das, vor allem jetzt für den Winter. Ich bin in der Umkleide. Wir haben es geschafft. Das hier sind die Sachen, die ich jetzt mal anprobieren werde. Wir haben hier einmal so eine Vintage Carhartt Shorts. Finde ich eigentlich auch ganz geil. So sehr, sehr nice ausgewaschen. Jetzt für den Winter natürlich nicht so gut. Aber wenn die jetzt irgendwie 15 Euro kostet, so nehme ich die auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier diesen roten Knit Sweater. Da bin ich sehr gespannt drauf. Den Realtree Hoodie für Yoshi. Den probiere ich jetzt natürlich nicht an. Hier diesen grauen Knit Sweater. Diese Vintage Levi's Hose. Finde ich eigentlich ganz interessant durch diese Applikation hier an der Seite, wo noch mal so ein bisschen Raw Denim Material ist. Die ist auch leicht dreckig. Ich ziehe jetzt alles an, wünsche mir Glück und jetzt gibt es eine mega Transition. Das hier ist der Knit Sweater und ich sag euch, ich glaube, den packe ich ein. Ihr könnt sehen, der Fit ist wirklich perfekt. Ich glaube, der wird auch nicht so viel kosten. Deswegen denke ich, packe ich den ein. Was sagt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich finde den sehr, sehr krass. Vor allem jetzt in Deutschland für die kalten Tage, für den Winter, kann der schon sehr, sehr cool kommen. Hose an sich wirklich sehr, sehr nice. Ich finde die echt cool. Aber ihr könnt es vielleicht irgendwie schon sehen, die ist mir viel, viel zu groß. Also ich glaube, ich passe da irgendwie zweimal rein. Dementsprechend war es auch mit der Hose. Aber wirklich ein sehr, sehr geiles Ding. Nur leider irgendwie ein, zwei Nummern zu groß. Wenn man den roten Sweater jetzt einmal so sieht, könnte man sich denken, ja, der ist doch sehr, sehr geil. Aber wenn man da mal so guckt, dann sieht man, der ist leider viel zu kurz. Sehr, sehr schade. Wenn er ein bisschen länger wäre, wäre der wirklich sehr, sehr krass, weil der fittet auch schön locker weit. Aber der ist halt viel zu kurz. Deswegen bleibt er leider hier. Ein Kollegen hier, den nehme ich safe mit. Ich bin auch gespannt, was der gleich kosten wird. Der hier und eben der Rich Yodi wird beides mitgenommen. Erster Store und die ersten Pickups. Es läuft doch. Sehr, sehr nice. Ich habe jetzt für den Hoodie von Yoshi, glaube ich, ca. 35 Euro gezahlt. Für den Knit-Sweater irgendwie ca. 37 Euro. Deswegen Yoshi, ich weiß, du siehst das hier. Hier ist der Mitbringsel aus Los Angeles. Ich hoffe mal, der wird dir passen. Ich denke aber schon. Und wir steppen jetzt hier in den nächsten Vintage-Laden rein. Und zwar nämlich Aces. Hier habe ich auch am ersten Shopping-Tag diesen grünen Vintage-Hoodie gekauft. Die haben mir auf jeden Fall auch wieder ganz viele Sachen, die es letztes Mal nicht gab, als wir hier waren. Wie zum Beispiel diesen blauen Vintage Nike Sweater. Gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, den könnte man vielleicht sogar mal anprobieren. So sieht der Kollege aus. Eigentlich ganz nice, wenn man ihn so umschlägt. Aber wenn ich ihn jetzt normal tragen würde, könnt ihr sehen, wäre auf jeden Fall viel zu lang. Ich muss aber sagen, ich finde auch so umgeschlagen den Fit jetzt auch nicht irgendwie so unfassbar krass. Also haut mich nicht so krass vom Hocker. Hier dieser blaue Zip-Hoodie, auch sehr, sehr geil von Nike. Aber ich kann jetzt schon sehen, der wird mir viel, viel zu groß sein. Guck mal, der Zipper auch, wie nice das aussieht. Ist auch ein cooles Ding. Wir haben hier gerade echt ein geiles Ding gefunden. Gebt euch mal diesen United States Postal Service Hoodie. Kostet 35 Dollar, glaube ich, ne? Naja, 35. Digga, das sind 32 Euro oder so. Ich habe denselben Sweater jetzt hier gerade nochmal in schwarz gefunden. Der fittet zum Beispiel perfekt. Ihr könnt sehen, cropped, bisschen lockerer. Auch die Ärmelperfekte sitzt wirklich gut. Aber ich habe gerade gesehen, der kostet einfach 60 Euro. Warum kostet der 60 Euro? Die Bag hier auch gerade entdeckt. So eine Vintage
Carhartt Tote Bag. Den hier nimmt Sennard, glaube ich, mit. UCLA, auch ein sehr, sehr gutes Stichwort für den Weiterverlauf dieses Vlogs hier. Ja, ich glaube, für mich ist hier tatsächlich nichts dabei. Ich habe gerade mal alles durchgeguckt. Es sind viele Sachen, die cool sind, die mir auch passen. Aber nichts habe ich jetzt irgendwie umhaut, wo ich sage, das muss ich jetzt kaufen. Kein Pickup für mich. Ich bin jetzt schon wieder draußen. Die Jungs sind gerade noch drin und bezahlen, glaube ich, ihre Sachen. Ich weiß noch gar nicht so genau, was die genommen haben. Aber ich denke, das sehen wir jetzt gleich. Die Jungs sind wieder am Start. Sennard hat sich einmal den Sweater gekauft. Zeig mal kurz. Sehr, sehr nice Ding. Leon hat sich einmal diesen grünen Hoodie geholt. Der ist wirklich unnormal krank. Also Real Talk, den finde ich richtig nice. Stellt mir jetzt noch ganz kurz zum Auto, legen die Sachen ab. Mal gucken, ob es dann vielleicht noch ein Story geht oder nicht. Kleines Update. Leon und ich sitzen hier gerade in so einem Café, haben uns was zu trinken geholt. Leon hat das gerade nicht bei uns, der ist gerade bei Cool Kicks und hat mir gerade dieses Bild hier geschickt. Ein Schuh, den ich schon so lange suche, den Yeezy 950 Schuh. Ich habe ihn dann gefragt, welche Size. US 10 ist auch sogar meine Size, 450 Dollar. Ich glaube, es geht zu Cool Kicks jetzt. Warten auf unseren Drink, dann steppen wir rüber und dann bin ich mal gespannt, was der gut kann. Drink ist am Start. Jetzt steppen wir zu Cool Kicks, ist ungefähr 50 Meter entfernt. Checken wir da mal die Lage ab und ich bin sehr, sehr gespannt auf den Boot. Ich hoffe, der kam was. Ich habe mir, by the way, so einen Lime-Litchi-Refresher geholt. Ich finde den todeskrass. Wir haben es geschafft. Cool Kicks, da steppen wir jetzt rein. Der Junge hat mich sehr, sehr krass gehypt. Junge, der steht einfach genau hier stand der Inselhead-Boot letztes Mal. Genau hier stand der Inselhead-Boot. Das ist ein gutes Stück. Seht ihr auch auf jeden Fall sehr, sehr krass. Den ich schon so viele Jahre haben, ich bin so geil gefallen. Wir hören jetzt mal an. Vielleicht passt dann ja auch gar nicht auf eine US 10. 44 eigentlich meine Size. Ich kann eigentlich nicht back-to-back hier ein Boot kaufen. Ne? Im März Boot gekauft, jetzt wieder ein Boot. Ich sag euch ehrlich, irgendwie habe ich mir den angezogen ein bisschen geiler vorgestellt. Der drückt auch ein bisschen vorne, also der passt doch nicht so gut. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, irgendwie catcht er mich doch nicht so krass. Ich habe auch, by the way, gerade mal nachgefragt. Das ist die 2023 Version und die bekomme ich bei StockX sogar billiger, vor allem in einer besseren Condition. Deswegen wird das auf jeden Fall nichts. An sich trotzdem cooler Schuh. Angezogen weiß ich nicht, ob der mir so krass gefällt, weil der irgendwie vor allem vorne so relativ slim zuläuft. Wäre ganz cool gewesen, wird aber auf jeden Fall nichts. Den stelle ich jetzt wieder zurück und das wär's dazu. Lief jetzt doch nicht so oft, wie ich es mir gedacht habe, aber ist halt eben die 2023 Version gewesen und für den Preis... Ja, macht einfach keinen Sinn. Abgesehen davon war der mir ein bisschen zu klein, sah dementsprechend auch am Fuß irgendwie nicht so breit, außer noch auf der Hose nicht so geil aus. War aber trotzdem mal ganz interessant zu sehen, wie der Schuh so angezogen aussieht. Das war's mit dem Melrose Avenue, das war's mit dem Shopping-Part für heute. Wir hatten eh nicht vor, heute einen krassen Shopping-Tag zu machen, wir wollten eben nur noch mal kurz diese kleinen Pickups hier tätigen. Wenn wir einige von euch vielleicht wissen, ich muss nächstes Jahr mein Auslandssemester machen, und zwar um genau zu sein, nächstes Jahr im August. Ich glaube, das geht dann von August bis Dezember ungefähr, also 4-5 Monate. Und es gibt keine Stadt auf der Welt, die mich mehr catcht, in der ich lieber leben würde als in Los Angeles. Das ist auch der Grund, warum ich so hier bin. Ich finde, das ist die krasseste Stadt, die es einfach gibt. Und deswegen wäre es natürlich sehr, sehr krass, ein Auslandssemester hier zu machen in Los Angeles, weil dann würde ich hier automatisch leben. Ich würde dieses College-Life miterleben, beziehungsweise dieses University-Life. Einziges Problem ist nur, es ist geisteskrank teuer, also unfassbar teuer. Für alle, die schon mal ein Auslandssemester ohne Stipendium in Amerika gemacht haben, die können es relaten, das ist geisteskrank. Da gibt es auch eigentlich nur eine Uni, die für mich in Frage kommt, und zwar die UCLA, ist, denke ich, auch so die bekannteste Uni in Los Angeles. Und ich dachte mir so, hey, warum nicht? Lass doch einfach mal hinfahren, die Uni mal abchecken, bisschen gucken, wie es so aussieht. Ich meine, da sollte man ja auch eigentlich, ohne dass man Student ist, hinkommen. Und ich denke, es ist auch ganz interessant für den Vlog, dann könnt ihr immer so sehen, wie so eine amerikanische Uni aussieht, wie das da alles so abläuft. Wir sind gerade in West Hollywood. Und genau, ja, nice, geil, Tesla, Couscous. Hier ist die Uni, da ist Bel Air, hier ist Beverly Hills, also wirklich eine sehr, sehr schöne Lage. Da düsen wir jetzt einmal rüber, fahren jetzt noch 22 Minuten, aber kriegen wir, denke ich, mal hin. Also wir sind jetzt angekommen. Das Ding ist, ich habe halt keine Ahnung, wo man hier parken kann. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir irgendwo einen Parkplatz finden. Ich hoffe, hier ist auch nicht so mit kontrollieren und keine Ahnung, zeige ich Studentenausweis, dies und das. Wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden, hier steht tatsächlich sogar Visitor Parking at all times, also sollte eigentlich passen. Das Ding ist, diese Uni ist halt geisteskrank riesig. Wir haben jetzt hier irgendwo im Nirgendwo geparkt und müssen jetzt mal gucken, wo wir am besten rumlaufen, wenn man irgendwie zum Campus oder so kommt. Es ist tatsächlich auch relativ leer, also kann auch sein, dass heute gar keine Uni ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die Parkhäuser leer und auch die Straßen, die Uni generell, sieht alles sehr, sehr ruhig hier irgendwie aus. Also wir sind auf jeden Fall jetzt hier auf dem Uni-Gelände und gebt euch erstmal, wie sauber das hier überall ist, so wie gepflegt das aussieht. Schon nice. In Düsseldorf liegt hier überall Müll und so weiter rum. Shoutouts an alle meine Studenten aus der Ruhr-Uni Bochum, die das hier sehen. Ich weiß, ihr habt die geilste Uni in Deutschland. Ist natürlich noch geiler als UCLA. Ich hab, by the way, eben nochmal geguckt. Die UCLA ist angeblich die 12. beste Uni in Amerika. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr angesehene und gute Uni hier. Guckt euch mal einfach nur an, wie das hier aussieht. Hier so rumspazieren mit einem Rucksack, später in die Bib mit seinem MacBook, bisschen lernen und so weiter, guckst auf Palmen. Ich habe eben auch mal so ein bisschen gegoogelt, die Uni wurde 1919 gebaut, deswegen sind das auch alles, wie ihr könnt sehen, so alte Gebäude. Die sollen von innen aber sehr, sehr modern sein, da stand überall, dass sie so die neuesten Technologien haben und von innen halt einfach überall krass modern sein sollen. Guckt euch mal allein dieses Gebäude an. Wie sieht das aus, Junge? Wie so, keine Ahnung, Hogwarts oder so. Hier so ein Campusleben wäre schon krass. Ist zwar irgendwie voll leer, ich glaube, irgendwie anscheinend ist heute keine Uni oder auf jeden Fall wenig Uni, weil hier sind echt wenige Leute. Aber hier so sitzen mit seinen Jungs, die Bücher auf... Ach,
Ist aber scheiße, mache ich eh nicht. Aber seht ihr das, wie sauber das hier überall ist? Hier ist einfach nirgendwo Dreck. Ich schwöre, ich muss bei mir keine 5 Meter bei die Uni gehen. Überall liegt Dreck und so weiter. Guck mal allein, dieses Gebäude. Was? Wie sieht das aus? Alter, wie krank. Was meint ihr? In welchem Semester sind die Jungs? Auf jeden Fall auch ganz wichtig hier zu erwähnen. Dreh dich mal. Die Leute denken, wir sind hier Studenten. Wir sind gut getarnt. In welcher Uni in Deutschland bekommt ihr einfach gratis Cookies von schönen Frauen? So, ne? Soll ich sagen. Guck mal hier, schöner Mensch. Ich bin hier, ich krieg direkt gratis Cookies. Die wollen mich aber auch hier haben. Ich sag euch ehrlich, die wollen mich hier haben. Wir sind jetzt hier auf so einem Main-Platz, würde ich sagen. Da ist ein UCLA Store. Das heißt, da könnt ihr Merch und so weiter kaufen. Vielleicht stellt mir da gleich auch mal rein, keine Ahnung. Hier sind wahrscheinlich überall so Vorlesungsräume und so weiter. Ich sag euch ehrlich, ich würde auch richtig gerne eigentlich mal in eine Vorlesung gehen, so auf Flachkick, aber ich glaube, da kommen wir nicht rein. Kiel meinte zu mir, also ein Kollege, der schon mal hier war, dass man da nur mit so einem Studentenausweis reinkommt und den habe ich jetzt leider nicht. Hier sind auch ein paar mehr Leute. Das heißt, auf jeden Fall ist heute doch Uni. Ich sag euch ehrlich, bis jetzt schon sehr, sehr cool. Sehr coole Menschen. Sehr cooler Vibe, wie gesagt, sehr sauber, sieht schön aus. Das hier sieht mir aus wie ein Fußball- oder Footballstadion. Ich glaube, ich filme einmal ganz kurz hier drüber. Gucken, was man da so sieht. Ich sehe nämlich gar nichts. Ihr müsst mir sagen, was man sieht. Ich sehe nichts, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Stadion, ich weiß es nicht. Geil! Ah, scheiße. Ihr müsst euch auch geben, wir laufen hier rum und vloggen einfach. In Deutschland, du könntest niemals über eine Uni laufen und einfach so die Kamera vor die Fresse halten und hier vloggen. Hier sieht man es auch. Das ist ein Fußball. Boah, geil, Fußball. Ey, wie gerne ich hier zocken würde. Junge, wie geil ist das denn? Hier sind auch überall diese Basketball-Poster. Und ich glaube, das hier ist die Basketball-Arena vom College-Team der UCLA. Man kann hier auch so reingucken leicht in diese Basketball-Arena. Ich glaube, dieses College-Basketball ist ja eh voll das Ding. Die werden ja auch dann von hier, glaube ich, gedraftet in die NBA und so weiter. Das ist ja voll groß hier irgendwie. Das ist schon sehr geil. Stell dir mal vor, du bist so ein Amerikaner, wohnst hier, so kriegst ein Stipendium, weil du krass im Basketball bist. Du musst dann so in dem College-Basketball-Team spielen. Du bist dann noch irgendwie gedraftet in die NBA und so. Das ist schon... beschissener Lebenslauf. Junge, kommen die ja eigentlich irgendwie ansatzweise klar? Hier ist einfach ein UCLA x Jordan Store. Du kannst einfach auf dem Unicampus Schuhe kaufen, so what the fuck. An die CEOs meiner Uni, wenn ihr das seht, auch mal bitte einrichten, dass man in der Uni shoppen kann, wäre ganz geil. Hier zocken auch welche Paddle. Da hinten ist, glaube ich, ein Tennisstadion oder so. Das ist wirklich geisteskrank, was hier alles abgeht, ne? Da oben ist auch bei einfach ein Gym, kann man es erkennen. Ne? Einfach ein Fitnessstudio auch noch am Start. Guckt euch das mal an. Hier so ein bisschen Tennis zocken, da Palmen, dies, das. Wisst ihr, was mir hier auch auffällt? Die Leute tragen hier alle diesen UCLA-Merch. Ne? Jeder läuft hier irgendwie mit UCLA-Shirt oder Hoodie rum. Wo hast du das in Deutschland, dass auf deiner Uni jeder mit deinem Uni-Merch rumläuft? Bei mir, Digga, haben wir überhaupt Uni-Merch? Keine Ahnung. Einfach ein eigener Merch-Store. Und jetzt guck ich mal, wie groß der ist. Zeig mir, wie groß der ist. Zeig mir, wie groß der ist. Junge, ist das geistes. Hier gibt's MacBooks, what the fuck? Du kannst hier einfach auf dem Unicampus ein MacBook ziehen. Junge, was ist denn hier los? Gebt euch einfach mal, wie groß das ist. Das ist gefühlt wie eine ganze Mall oder so. Ihr könnt euch irgendwie so Schreibwaren-Sachen kaufen. Ihr könnt euch Klamotten kaufen, ihr könnt euch ein UCLA Hawaii-Hemd kaufen. Natürlich darf auch ein Supermarkt nicht fehlen, ne? Falls man was auf Cheetos hat, kann man sich gerne Cheetos kaufen. Oder falls man sich in der Uni mal denkt, ey, ich muss mich noch mal ein bisschen rasieren. Kann man sich auch natürlich einen Rasierer kaufen, ne? Rasierer, Make-up, alles mögliche. Boah, die haben hier auch einfach mexikanische Cola, mexikanische Fanta. Und den Jungen hier packe ich ein. Da wann gibt es Powerade in Dosen? Gibt es in Deutschland? Nee, ne? Nee. Schon nie gesehen. 1000 verschiedene Getränke. Also hätte ich bei mir auf der Uni so eine Auswahl, dann würde ich vielleicht auch öfter zur Uni gehen. Aber ich sage euch ehrlich, ich bin der Meinung, mexikanische Cola schmeckt genauso wie normale Cola. Auch wenn da jetzt Rohrzucker drin ist. Ja, ich weiß, mexikanische Cola, dies, das, alles anders. Aber ich finde irgendwie, die schmeckt ganz normal. Und by the way, ihr müsst euch auch geben, ich vlogge hier gerade einfach in einem Unishop. Und es juckt niemanden. Guck mal, wie ich hier rumlaufe. So, ich kann irgendwie rumschreien und alles. Es juckt einfach keinen. Das wäre es, denke ich mal, dann auch von der UCLA gewesen. Die Sonne geht nämlich gleich unter und ich habe jetzt auch nicht so Bock, den Sonntaggang jetzt hier auf dem Unicampus zu gucken. Deswegen fischen wir jetzt wieder ab. Viel mehr können wir eh nicht machen. Wir müssen jetzt noch kurz unser Auto finden. Dann müssen wir mal schauen, wo wir hindüsen. Kaputt vom Gehen. Das ist richtig anstrengend hier gerade. Aufgrund dessen, dass wir auch heute den letzten Abend haben, müssen wir natürlich auch den Sonntaggang an einem sehr, sehr schönen romantischen Spot schauen. Da müssen wir gleich mal gucken, wo wir hinfahren. Ich meine, die Sonne geht jetzt auch langsam schon unter. Kleines Fazit zu UCLA, wirklich eine sehr, sehr nice Uni. Also ich habe jetzt auch nur den Campus gesehen. Sehr, sehr ordentlich, sah schön aus, sehr, sehr groß. Es gab sehr, sehr viele verschiedene Sachen, die ich in Deutschland noch nie gesehen habe. Ich meine, du kannst einfach MacBooks hier kaufen auf dem Campus. Und das ist so, keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht nächstes Jahr. Wohne ich hier ein halbes Jahr und dann kriegt ihr ein halbes Jahr lang am Fließband LA-Vlogs. Wir werden es sehen. Aber das wäre es hierzu. Wir gehen jetzt zum Auto und dann mal schauen, was heute noch so geht. Aufgrund dessen, dass die Uni in der Nähe von Bel Air ist, haben wir uns gedacht, komm, wir waren noch nicht in Bel Air. Lass uns einfach mal hoch nach Bel Air fahren. Deswegen sind wir jetzt hier gerade hier oben in Bel Air. Wir dachten uns, wir gucken uns von hier oben vielleicht den Sonntaggang an. Könnte vielleicht auch ganz nice sein. Aber scheiß mal auf den Sonntaggang. Wisst ihr, was hier für geisteskranke Häuser sind? Das ist ja nicht normal. Also ich war jetzt selber auch noch nie in Bel Air, deswegen bin ich gerade ein bisschen flashed, aber... hier stehen Häuser, das ist crazy. Ich gebe euch erstmal ein paar Einblicke, wir fahren jetzt erstmal hier hoch und dann checken wir mal ab. Hey. Das ist einfach
einfach ein Haus. Das ist einfach alles ein Haus. Wird, glaube ich, gerade gebaut oder so. Was ist das hier bitte für ein Haus? Gebt euch das mal. Ich habe jetzt hier mal ganz kurz einen kleinen Halt gemacht, weil ich muss euch eine Sache zeigen. Das ist nämlich komplett gestört. Man kann nämlich von hier auf diese ganzen Villen in den Bergen gucken. Und schaut euch das einfach mal an, diese Häuser. Was ist das hier bitte? Guckt euch das mal an. Der Brille. Das ist krank. Das ist das von Philipp Klein. Das von Philipp Klein. Okay. Ey, das ist echt einfach das von Philipp Klein. Guck mal hier. Das ist genau das von Philipp Klein, 200 Millionen. Das ist genau das hier. Wie geil ist das? Was für ein Zufall, hä? Einfach Philipp Klein seine Villa. Shoutout Philipp, wenn du das siehst. Das wär's mit der Location. Mehr gibt's hier auch nicht. Deswegen fahren wir jetzt auch direkt weiter. Nächster Spot. Und schaut euch mal bitte das Anwesen hier an. Ich will gar nicht wissen, wie es von innen aussieht. Was muss der Bruder, der hier wohnt, für eine View haben aus seinen Fenstern? Kleines Update. Sonnenuntergang komplett reingeschissen. Wir sind die ganze Zeit so random durch Beverly Hills gefahren, weil wir keinen Spot gefunden haben, wo wir den gucken konnten. Und ich glaube, ihr könnt es unschwer erkennen. Es ist dunkel. Wir sind auch wieder in der City jetzt. Wir sind jetzt unten, glaube ich, in Beverly Hills. Wir haben alle drei extrem Hunger, haben seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Deswegen müssen wir uns mal gucken, wo wir vielleicht was essen gehen. Ich meine, heute ist auch der letzte Abend. Heute ist die letzte Chance, nochmal amerikanisches Fastfood zu essen. Und ich glaube, so viel mehr wird auch nicht passieren. Wir müssen noch heute Abend Koffer packen, also relativ früh aufs Hotel. Dann geht eben morgen der Rückflug. Morgen Auto zurückgeben, dies und das. Alles gar keinen Bock drauf. Der allererste Laden, wo wir essen, ist natürlich kein anderer als In-N-Out. Leon wollte unbedingt nochmal hin, deswegen steppen wir jetzt erstmal zu In-N-Out. Aber ich denke, ich werde erzählt noch was anderes essen. Ich habe irgendwie Bock auf was anderes. Aber ein Cheeseburger für 4 Dollar, da kann ich nein sagen. Das ist der gute Kollege. So sieht er aus, mein Cheeseburger. Let's go. Auch kleiner Geheimtipp, wenn ihr bei In-N-Out seid, bestellt immer Animal Style. Geht zur Kasse, sagt, ey, ich will Pommes Animal Style, ich will Burger Animal Style. Ihr könnt sehen, dann kriegt ihr noch so eine Special Soße, dies, das. Wirklich sehr, sehr geil. Der Biss ist für euch. Wir sind angekommen bei meiner Hauptmahlzeit des Tages. Und zwar nämlich Raising Cane's Chicken Fingers. Ein unfassbar krasser Laden, wo ich schon mal war, aber ich glaube jetzt nicht in diesen Vlogs hier. Der ist auch eben so crazy viral gegangen bei TikTok. Da haben die alle ihre Chicken immer in so eine Soße gedippt und so. Also das ist wirklich ein sehr, sehr bekannter Laden. Ich bin sehr großer Fan von dem Chicken, sehr großer Fan von dem Essen. Und deswegen gehen wir jetzt rein. Hier ist das Essen. Ich habe jetzt leider zum Mitnehmen genommen. Deswegen kommt das jetzt in so einer komischen Box. Wir haben einmal Pommes, dann hier dieses bekannte Brot. Hier diese Chicken Fingers, die bekannte Soße. Und das hier werde ich mir jetzt sowas von reinhauen, wow. Was geht, ich glaube, man kann es unschwer erkennen. Ich bin wieder zurück in Deutschland und habe das Outro vergessen. Das war's mit dem Video, das war der allerletzte Los Angeles Vlog. Das heißt, die Reihe ist somit jetzt complete. War wirklich wieder ein sehr, sehr geiler Trip. Auch sehr, sehr anstrengend mit diesen ganzen Videos. Jede Nacht immer durchgeschnitten, gefühlt gar nicht gepennt, aber es hat sich gelohnt. Es sind wirklich sehr, sehr krasse Videos entstanden. Jedes einzelne Video für sich ist einfach ein unfassbarer Banger. Die Vlogs sind auch wirklich extrem gut angekommen, deswegen nochmal Shoutouts gehen raus an euch. Danke für die ganze Liebe, danke für die Likes, für die Kommentare, für die Abos und einfach für euren Support. Ihr wisst, ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß, ihr enjoyt das, ich enjoy das, deswegen guter Deal. Wenn ihr das Video bis hier geguckt habt, dann schreibt mal in die Kommentare Hashtag LA. Dann weiß ich nämlich, wer die realen OGs sind und die Videos komplett gucken. Ansonsten schreibt auch sehr gerne in die Kommentare, welcher Los Angeles Vlog euer Favorite war. Das war's mit den Vlogs, aber keine Sorge, es geht jetzt sofort weiter mit Black Friday. Am Sonntag kommt das Black Friday Deals Video, ne, wisst ihr selbst. Und ich habe da aus ein paar Ecken auch gehört, dass bei Secular auch was sehr, sehr krass am Black Friday passieren soll. Naja, das wär's von mir. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, lasst ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag bei dem die besten Black Friday Deals Video. Haut rein, macht's gut und ciao.